Der Steven, Tachchen. Diana, ja. Du siehst ganz großartig aus. Guck mal hier, und doch schon da wird wieder gejubelt von den Fans. Ich habe ja eben deinen, sag ich mal, Fernseh-Ehemann getroffen, der uns schon ein bisschen etwas über das verraten hat, was im Film passiert. Fangen wir von ganz vorne an. Was für ein Gefühl ist es für dich, dass ihr diesen Film endlich auf die Reihe bekommen habt? Was für ein Gefühl, ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Es ist ganz viel Aufregung dabei, mein Herz klopft, aber es ist auch ganz viel Stolz und ein bisschen Wehmut, weil es das Ende der Serie sein wird. Also es sind ganz, ganz viele große Gefühle und ich kann gar nicht sagen, welches im Moment hervorsticht aus dem Ganzen. Ihr habt ja eine Wahnsinnskultgemeinde um euch geschaffen, sozusagen ganz viele Fans, die auch hier am roten Teppich stehen, die auch zum Teil geholfen haben, den Film auf die große Leinwand zu bringen. Ist da der Druck vielleicht noch ein Ticken größer, weil man sagt, wir haben jetzt nicht eine Serie, sag ich mal, die Fans gerne angucken, sondern wir machen jetzt einen richtig großen Kinofilm. Hast du das irgendwie gespürt am Set oder war da eher so die Aufbruchstimmung da? Also am Set hat man das jetzt nicht gespürt, das wäre auch komisch, weil wir alle sehr professionell natürlich arbeiten wollen und müssen. Aber es ist natürlich irgendwo eine Art von Verantwortung, die man hat, weil da haben wirklich Fans Geld in die Hand genommen, weil sie an dieses Projekt glauben und da rein investiert. Es ist ja keine Spende gewesen, sondern eine Investition. Und dass uns das zugetraut wurde und dass die Leute uns so unbedingt sehen wollen, dass innerhalb von 6 Tagen 1 Million Euro zustande kommt, das ist halt Wahnsinn. Also ihr seid Wahnsinn, die ihr das alle gemacht habt. Ja, 115 Kinos schauen uns gerade zu und ganz viele hier im Kino. Danke euch nochmal für die Unterstützung. Ganz, ganz großartig. Also mein Mann und ich, wir sind selber Investoren und wir waren eine der Ersten und hätten dann nicht gedacht, dass nach 5 Tagen man schon nicht mehr darf, weil ich wusste noch von so vielen, die gerne auch investieren wollten, aber es war schon feucht. Genauso soll es sein. Ja, ist perfekt, großartig. Dein schönster Moment bei diesen Dreharbeiten? Mein schönster Moment dieser Dreharbeiten ist, wenn mein Mann sich prügelt für mich. Mein Fernsehmann, versteht. Versucht. Macht. Ja. Ja, sehr gut. Also, freut euch auf diese Szene. Ich danke dir. Genießt den Abend, eine wunderschöne Weltpremiere und ganz, ganz viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Sehr gerne.